Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich aus meinem Urlaub und ich habe mir gedacht, heute ist ein wunderbar sonniger Tag, um mal hier hochzukommen und mich an meiner Vogelfütterung auszuprobieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie man solche Fotos macht, dann würde ich sagen, bleibt mal dran. Das ist ja schön, da muss man ja keine 3 Minuten warten und es geht los. Ich glaube, da ist jemand ziemlich ausgehungert heute. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich hier sowieso jetzt sitze und ein bisschen warten muss, nutze ich doch einfach mal die Gelegenheit, um ein bisschen aufs vergangene Jahr 2023 zurückzublicken, aber auch einen kleinen Ausblick zu wagen auf 2024. Denn da gibt es nämlich einige wirklich spannende Neuerungen, die vielleicht auch besonders für euch interessant sein könnten. Was ich da vorne gemacht habe, ich habe im Prinzip einen kleinen Futtertisch installiert, wo ich also den Großteil des Futters drauf habe. Und ich habe drumherum ganz viele Äste aufgestellt. Ich habe 2 große Kiefernäste aus dem Wald geholt, die da lagen, und habe die eingebuddelt. Das heißt, die Vögel haben ganz viele Möglichkeiten, dort anzufliegen und dann von dort aus auf diesen Futtertisch zu landen. Und im Prinzip ist meine Kamera genau auf diese Ansitzäste eingestellt. Und ich muss im Prinzip nur warten, bis da Vögel vorbeikommen und sich auf den Tisch setzen. Tja, dann heißt es aber jetzt erstmal warten, würde ich sagen. War in vieler Hinsicht ein ziemlich aufregendes Jahr für mich. Und ich glaube, wenn ich an meine schönste Tierbegegnung in 23 zurückdenke, dann, ja, ich glaube, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt man so schön. Und bei mir war das definitiv die Begegnung mit mehreren Jungfüchsen am Bau. Und ich glaube, eine der schönsten Begegnungen, da erinnere ich mich immer sehr gerne zurück, das war im
April, da war ich unterwegs mit meinem damaligen Praktikanten, den Timo. Und wir sind in ein Waldstück gegangen, um eigentlich etwas völlig anderes zu filmen. Und es klingt fast unglaublich, aber wie wir dann entlang des Weges gingen, saß auf einmal 2, maximal vielleicht 3 Meter neben uns ein kleines, braunes, undefinierbares Wesen. Und ich habe erst gedacht, es ist eine Ratte. Und dann habe ich gedacht, es ist eine Katze. Und trotzdem blieben wir beide wie angewurzelt stehen. Und dann hat es mindestens, weiß nicht, 5 Sekunden gedauert, bis ich dann realisiert habe, dass wir gerade einem kleinen Fuchswürmchen, kann man sagen, gegenüberstanden. Also einem kleinen Wesen, was vermutlich gerade den ersten Tag außerhalb des heimatlichen Baus verbracht hat. Und wir sind wie angewurzelt stehen geblieben. Und dann, dann guckt einen dieses kleine Wesen an und das guckt einem erstmal nicht ins Gesicht und erschreckt sich, sondern das guckt einem erstmal auf die Füße. Und braucht eine Zeit lang, um zu realisieren, wie groß das ist, was da eigentlich gerade vor einem steht. Und während der Kleine uns dann angeguckt hat und der Blick immer weiter nach oben gewandert ist, ist er auf einmal innen rumgefallen, hat einen Purzelbaum gemacht, ist wieder aufgestanden und hat sich für etwas völlig anderes interessiert. Ich glaube, da war weder uns noch ihm bewusst, was da eigentlich gerade geschehen ist. Und das ist, glaube ich, meine allerschönste Tierbegegnung dieses Jahr gewesen. Dann kommen wir zu meiner schönsten menschlichen Begegnung dieses Jahr. Und das ist ohne Frage die mit einem Freund und Kollegen Heinz Pützler aus Rheinbach. Heinz, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das siehst. Wir haben uns kennengelernt vor etwas mehr als einem Jahr. Und Heinz ist ein fantastischer Naturfotograf, der im Gegensatz zu mir auf 60 Jahre Erfahrung hier in unserem schönen Hobby oder Beruf zurückblicken kann. Und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht, im Austausch, aber auch im gemeinsamen Abenteuer draußen. Und dabei ist ein Film entstanden, den die meisten von euch kennen sollten. Und der Film vor unserer Haustür war für mich auf jeden Fall das schönste Projekt. Ein Film, der auf der einen Seite natürlich uns bei unserer Arbeit zeigt und ein bisschen Einblick in unseren sehr spannenden Berufsalltag bietet, allerdings auch den Zeigefinger hebt und sich mit der Frage auseinandersetzt, wie geht es eigentlich der Artenvielfalt vor unserer eigenen Haustür? Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich möchte gerne Werbung machen an dieser Stelle, schaut ihn euch an, ich blende ihn oben mal ein. Und dann mir die Frage, was war in Bezug auf Tiere mein spannendstes Projekt dieses Jahr? Und ich glaube, das ist ein Projekt, was sicherlich die meiste Vorbereitung hatte. Und das ist die Arbeit mit den Dachsen im Sommer zusammen. Weil Dachse sind sehr heimliche Tiere. Das sind Tiere, die sind nachtaktiv. Und die einzige Chance, dass man sie überhaupt in der Helligkeit bei Tageslicht noch zu Gesicht bekommt, ist also wirklich im Sommer. Wenn die Tage sehr, sehr lang sind, dann kommen sie häufig früher raus. Und das Projekt hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich bin im Winter schon losgegangen und habe mich umgeschaut, habe nach Spuren Ausschau gehalten. Und als ich dann diverse Dachsburgen hier im Kottenforst, ich glaube 5 an der Zahl, hatte, begann dann die eigentliche Arbeit. Das ging einher mit ziemlich viel Wartezeit natürlich. Man begibt sich in der Regel 3 Stunden, bevor man überhaupt erwartet, was zu sehen, in den Wald und ist sehr, sehr leise und sehr heimlich und dann sitzt man da und genauso wie wir das heute tun, dann wartet man. Man wartet viel, viel länger als hier auf so ein paar Singvögel in der heimischen Fütterung. Apropos, Sekunde. Und das ist immer eine besondere Erfahrung, die einem auf der einen Seite ganz viel abverlangt, an Geduld natürlich, an Ausdauer. Aber man wird für jede Minute, die man da draußen verbringt, wird man beschenkt. Natürlich am Ende mit der tollen Erfahrung, dann das erste Mal so nah
jungen Dachsen gegenüberzustehen. Das ist was ganz Besonderes, das vergisst man, glaube ich, sein Leben lang nicht. Aber dann auch die Erfahrung, dass dann andere Sachen passieren. Der Bussard kommt vorbei, die Hirsche stehen auf einmal vor einem im Wald. Oder wenn es dann dunkler wird, fängt es an, hinter einem zu rascheln. Und zwar so laut, dass man sich fragt, welche Rinderherde da gerade durch den Wald läuft. Und dann sitzt man da und macht sich kurz bemerkbar und es hört auf zu rascheln. Und man realisiert, dass ungefähr 20 Wildschweine gerade hinter einem stehen und ja, so gleich das Weite suchen, sobald sie einen dann bemerken. Also es sind unglaublich schöne Erfahrungen, die man hier in meinem Beruf macht. Und da denke ich immer gern zurück an ein Zitat, was ja Heinz, ich habe eben von ihm erzählt, glaube ich, vor einem Jahr gemacht hat. Er hat mal gesagt, wenn man ein Bild im Kopf hat oder einen Wunsch im Kopf hat und ganz fest daran glaubt, und zwar mit ganz viel positiven Gedanken und keine negativen Gedanken daran verschwendet, dann wird einem das irgendwann gelingen. Und das ist auf jeden Fall für all diese Kopfbilder, die ich dieses Jahr im Kopf hatte, für all die trifft das zu. Und wenn ich jetzt an meine Kopfbilder 2024 denke, dann ist natürlich auf der einen Seite ein Wunschmotiv der Eisvogel. Ich glaube, das geht ganz vielen Naturfotografen so. Es ist einfach ein wunderschöner Vogel und spannende Verhaltensweisen. Und zudem kein Vogel, an dem man so leicht rankommt wie hier bei uns an der Fütterung. Da muss man da natürlich, das Projekt muss man ein bisschen planen. Und dabei nehme ich euch mit. Und ja, ich hoffe, dass mir dieser Traum erfüllt wird. Und ihr seid natürlich dabei, keine Frage. Und wenn ich an 2024 denke, dann gibt es noch eine ganz andere Neuerung, was ganz Besonderes, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin in den letzten 2 Jahren vermehrt darauf angesprochen worden. Ich kriege ganz viele Nachrichten von euch, ganz viele Zusendungen. Hey, kann man nicht mal mit dir rausgehen, einen Tag im Wald fotografieren? Und ja, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil ich mir immer denke so, was wollt ihr denn von mir lernen? Ich meine, ihr macht so fantastische Fotos da draußen. So viel Inspiration, die ich mir selbst von euch hole. Und ich denke mir, was soll ich den Leuten beibringen? Aber ich habe dann eingesehen, auch im Gespräch mit vielen von euch, dass es, glaube ich, einfach eine schöne Sache ist, sich da auszutauschen. Und man kann viel voneinander lernen. Und das hat mich im Prinzip dazu geführt, dass ich sage, ja, gerne. Ich würde euch gerne 2024 auch mitnehmen. Nicht nur in digitaler Form, sondern auch analog in die Natur vor unserer Haustür. Und das Ganze mache ich nicht allein. Das mache ich zusammen mit Henrike, die ihr auf diesem Kanal auch schon kennengelernt habt. Und wir wollen zusammen also Workshops anbieten. Zunächst erstmal 4 Stück, einen pro Jahreszeit. Fotowalks im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ja, wir wollen uns also aus künstlerischer Sicht mit der Natur von unserer Haustür auseinandersetzen. Und wir haben ganz, ganz viele coole Sachen für euch vorbereitet. Spannende Workshops zu vielen verschiedenen Themen, zum Thema Wildtiere vor der Haustür, Frühblüher, Pilze, Landschaften, Zaubern mit Licht, kreative Fotografie. Ganz viel, was wir da mit euch vorhaben. Und wenn ihr neugierig seid, würde ich mich total freuen, wenn ihr mal einen Blick auf unsere Website www.naturparkdigital.de werft. Und da könnt ihr euch sogar ab jetzt anmelden. Und ja, macht das schnell. Beim letzten Mal hat es, glaube ich, einen Tag gedauert. Und alle Plätze waren weg. Und wir wollen natürlich die Kurse auch nicht zu groß machen, denn uns ist ganz wichtig, dass wir euch dabei auch individuell betreuen können. So, was gibt es noch Spannendes zu sagen? Ich habe ein kleines Q&A gestartet über Instagram und vielen Dank für die vielen Zusendungen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, ich kann nicht ansatzweise alle heute beantworten, aber ein paar habe ich mir ausgesucht. Erste Frage war, wo kommst du eigentlich her? Ich habe gedacht, das sollte klar sein. Also ich komme aus dem Rheinland, genauer gesagt aus Bonn, und hier arbeite ich als Naturpädagoge und als Filmemacher für verschiedene Umweltbildungsorganisationen. Hast du außer Vögel an der Winterfütterung noch weitere Motivtipps für den Winter? Also mit Sicherheit
wo es bei mir diesen Winter tatsächlich verstärkt rumgeht, sind Vögel. Und da ist es auch immer, finde ich es immer sehr spannend, die Gewässer aufzusuchen und zu gucken, was für Wintergäste sind vielleicht da, was für Durchzügler, Gänse, Saatgänse, Blässgänse. Demnächst möchte ich mal losziehen und Silberreiher fotografieren. Ein ganz schönes Motiv. Silberreiher, vielleicht nicht im Schnee, das könnte ein bisschen langweilig sein. Aber vielleicht früh morgens oder nach Sonnenuntergang, dass man dieses schöne weiße Gefieder sieht, im Kontrast zur Dunkelheit dahinter. Das ist ein schönes Motiv, das stelle ich mir vor. Und auf der anderen Seite auch Eichhörnchen. Ich finde, mit denen kann man ganz gut arbeiten, besonders so in Stadtparks oder auf Friedhöfen zum Beispiel, wo sie den Menschen gewohnt sind und wo wir dann auch entsprechend wenig stören. Ich gebe die Frage mal weiter, denn wofür habe ich so eine tolle Community? Ich glaube, ich darf das sagen, die Frage kommt von einem jungen Mann, der selbst ein ganz fantastischer Naturfotograf ist. Und vielleicht habt ihr Tipps, die ihr teilen wollt. Was für schöne Motive in unserer Natur, was sind eure Lieblingsmotive in der Natur im Winter? Vielleicht schreibt ihr das einfach in die Kommentare. Ich bin sicher, er liest mit und freut sich über viele Zusendungen. Also meine absoluten Lieblinge an der Fütterung, das sind ehrlich gesagt im Moment die Buchfinken. Das ist ein bisschen anders als bei den Meisen zum Beispiel. Kohlmeisen, Blaumeisen, bei denen geht das echt immer so zack und zack wieder weg. Also man hat kaum Zeit, die Kamera einzustellen und muss schon hoffen, dass sich eben die Meisen genau dorthin setzen, wo man jetzt gerade ist mit der Kamera. Und bei den Buchfinken ist es so, also die setzen sich jetzt erstmal dahin und sagen, so gut, ich habe hier ein Drei-Gänge-Menü bestellt, dann legen wir los. Und ungefähr so lange bleiben die auch sitzen. Letztens hatte ich einen, der blieb ganze 15 Minuten da sitzen und hat sich in wunderschönem Licht ablichten lassen. Und man muss ein bisschen geduldig sein, weil der größte Fehler ist nämlich, dass man dann, wenn der Vogel vorbeikommt, die Geduld verliert und dann die Kamera bewegt und auf den Vogel hält. Und nee, ein bisschen Geduld haben, das dauert meist nur ein paar Minuten und irgendwann setzt er sich, so wie jetzt. Zack, Vorführeffekt. dann setzt sich so eine Meise genauso wie jetzt auf einen dieser Äste und man bekommt solche Fotos. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr Entfernung zum Hintergrund habt und wenn jetzt die Sonne durch dieses ganz restlich verbleibende Laub noch an den Bäumen so durchscheint, dann habt ihr im Hintergrund schöne, satte, ausgefüllte Farben und wenn man dann die Blende einigermaßen öffnet, vielleicht dann doch nochmal eine Blende schließt, das ist immer ganz schön, wenn die Vögel nicht, wenn die so ein bisschen Schärfe haben. Das finde ich immer ganz schön und genau, dann macht man solche schönen Fotos. Und genau das und noch viele andere Sachen werden wir uns eben auch nächstes Jahr angucken, hier bei Naturpark Digital in unseren Workshops. Wie kamst du zum Fotografieren, steht hier. Das ist aus dem Hobby entstanden und das ist so, wie bei mir jeder Berufszweig aus etwas entstanden ist, was einmal meine große Leidenschaft war, ist natürlich noch und da kann ich jeden zu bestärken, weil man verbringt sein Leben mit dem, was man gerne macht und wenn man es gut macht und gerne macht, dann macht man es in der Regel gut, dann gelingt es einem mit ein bisschen Glück natürlich auch, vielleicht damit sein Geld zu verdienen und das kann ich nur jedem ans Herzen legen. Welches Objektiv, welche Kamera nutze ich am liebsten? Also ich filme hauptsächlich mit meiner Canon EOS R6. Das ist jetzt meine 90D, also meine Zweitkamera, die ich dabei habe, weil die R6 mich tatsächlich gerade filmt. Und genau, Objektive zur Wildtierfotografie habe ich tatsächlich mein Tamron 150-600er. Also das ist ein bisschen das Kompromissobjektiv auf der einen Seite, weil es gibt einem natürlich nicht die Schärfe einer Festbrennweite, aber es ist trotzdem ein ganz fantastisches Objektiv und in meiner Arbeit bin ich ja dann durchaus auch auf die Flexibilität angewiesen, also zwischen einer etwas kürzeren und etwas längeren Brennweite. Und zudem muss ich häufig viele Kilometer zurücklegen und da ist das eine ziemlich gute Kompromisslösung, was auch fantastische Bilder macht, aber das müsst ihr beurteilen. Was ist dein Lieblingsspot zum Fotografieren? Gut.
Es ist natürlich jetzt schwer. Ich kann, da habt ihr sicherlich Verständnis für, auch wenn ich da häufig gefragt werde. Ich kann über die sozialen Medien natürlich keine Standorte preisgeben. Aber generell, ich finde es immer einfach, dorthin zu gehen, wo einfach schon viele Tiere sind, wo man weiß. Also vielleicht manchmal sogar in der Nähe des Menschen, wie in einem Stadtwald, wie in einem Stadtpark. Eichhörnchen, Grünspechte habe ich letztens auf dem Friedhof fotografiert. Und da weiß man in der Regel, da ist viel los, da werde ich meine Fotos bekommen. Und auf der anderen Seite weiß man, da störe ich nicht. Und das mache ich selbst und auch viele andere Profis machen das, dass wir eben genau dort filmen. Es hat also weniger damit zu tun, sich irgendwo in den Wald auf die Lauer zu legen und zu hoffen, dass irgendwas vorbeikommt, sondern in der Regel kenne ich die Spots also schon ziemlich gut, zu denen ich hingehe. Und ich mache jetzt ein bisschen weiter Urlaub. Ich bin sicher, den gönnt ihr mir. Im Januar geht es hier weiter und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ich sage Tschüss und bis dahin.